Gamer, Duplo. Ja. Wieso redest du eigentlich mit Akzent? Fuck, ich dachte, es hat schon. Wieso redest du nicht mit dem Akzent? Weil ich ein Deutscher bin. Darum steht auch bei dir Schweiz. Ja, ich weiß, ich bin auch gerade in der Schweiz. Was machst du denn in der Schweiz? Ich bin einfach in der Schweiz. Steuern sparen. Dennis, wann kommt eigentlich mal wieder hier GTA 5 mit der Crew? Oh, mal schauen. Und deinen guten, netten Freund. Deiner zweiten Persönlichkeit. Warum habt ihr kein GTA für den? Ja, den Spaß zu blamen. Das war so herrlich. Lass ihn aus dem Käfig. Ich spiel ja auch gerade jetzt mit dem Joystick. Du spielst mit dem Joystick mit den zwei runden Dingern. Du scheiß Borncamper, ey. Aber ich fand das ja geil, wie ernst das die Österreicher, mit denen ich gespielt habe, genommen haben, ne? Das war so genial. Die haben ja echt gedacht, dass ich ein Spasti bin. Ja, boah. Das könnte man auch manchmal annehmen. Failblamer, sag ich nur. Die Österreicher halten mich für Spasti? Hä? Ja, die zwei auf jeden Fall. Double Kill oder was? Zum ersten Mal halt hielt ich dich auch für einen Spaß. Gamer, Duplo? Ja. Wieso redest du eigentlich mit Akzent? Fuck, ich dachte, das hat schon. Wieso redest du nicht mit dem Akzent? Weil ich ein Deutscher bin. Darum steht auch bei dir Schweiz. Ja, ich weiß, ich bin auch gerade in der Schweiz. Was machst du denn in der Schweiz? Ich bin einfach in der Schweiz. Steuern sparen. Machst du den Blatter? Hey, Digga. Du machst immer Geräusche, wenn du krepierst. Gamer, weißt du, was wir vor Gamescom eigentlich mal machen müssten? Wir müssten da zu dem Lasertag gehen und einen Lasertag spielen. Ja, Lasertag? Ja, es gibt in der unteren Halle Lasertag. Lol, ist ja geil. Da kannst du auch mit Swagway fahren. Nee, da komm fahren. Ich nicht dran. Ich hätte noch eine für Sonntag, aber die brauche ich. Falls mein Freund mitkommt. Falls du da noch eine findest. Den Opa-Klopper habe ich jetzt im Chat erleuchtet. Der guckt zu. Dem ist jetzt klar geworden, dass ich gar kein Spasti bin. Ach, du bist gar kein Spasti. Hast ich geoutet. Ja, zu diesem Kommentar denke ich mir einfach nur das hier. Das hier, guck in Chat. Ne? Guck einfach in Chat. Ich will dir gucken, aber dann steht 100%ig das Spiel wieder ab bei mir. Immer kreatürig! Gameplay, wir müssen mal unter vier Augen reden. Unsere Probleme aus. Ich guck mir mal die Runde aus der Sicht von Dennis an, einfach mal, weil. Warum hast du Grand Theft Auto 2 als Spiel angegeben? Ja, weil es Street Arena nicht gibt. Bei Headcrops. Wann ist das Spiel eigentlich raus? Das ist noch gar nicht raus, es ist im Beta-Status. Ja, aber trotzdem. Müsste es das doch schon irgendwie als Version geben. Seit dem 11.07. ist es veröffentlicht. Ah. Als Beta. Als Beta. Nee, als Early Access. Als Final Version laut Steam. Das kann man jetzt auch anders sehen. Ja, Steam hat halt, ne? Steam macht auch ein Batman raus, was keiner zocken könnte. Ja. Ja. Komm her, du Bastard. Friss meine Kugel, Nigga. Übrigens, was auch vorhin lustig war, ich war vorhin unterwegs, ne? Und nee. Da war so ein komischer Typ anscheinend, war ich gestört, der ist mit einem Stoppschild rumgelaufen, hat dann irgendwelche Wasserhähne aufgedreht und hat Wasser. Das ist ein Klempner. Nein, der war einfach nur geistig behindert. Was hast du gegen Behinderte? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt die Arschkarte gezogen. Ja, einfach wirklich. Sagt er alle 5 Sekunden Nigger sagt. Ich sage Nigger, aber meine ist nicht so. Oh mein Gott. Immer diese Rassisten. Schlimm, ne? Bin gar nicht. Wenigstens gebe ich zu. Hör auf mit Taser, das ist echt. Der Taser ist das Beste. Ja.
What you gonna do when they come for you? Nigga boy. Und fick dich, schieß endlich! Fucking Rakete! Tja! Ich hab deine Leiche über den Asphalt verteilt. Ich sag da nichts zu. Sushi! Sushi? Mach aus dem Job. Ich häng fest. Ich seh, im Wasserturm häng ich fest. Ich muss wissen, wo der Bobo ist. Er will. Unter Wasserturm häng ich. Ja, krepier endlich! Boah, so eine geile Waffe und einfach nichts reißen. Oh, guck mal, ich hab 5 Frags. Ich glaube, ich sollte übrigens auch mal CSS nochmal runterladen, ne? Ja. Weil das sieht so aus, als wenn das noch mehr hätten als Duke Nukem, dann würde ich sagen, spiel mal zuerst CSS und. Ja, muss ich mich in meinen mich umloggen. Nein. Ich hab das Spiel auch nicht. Ja, ich hab ja 5. Ich hab inzwischen 5 Accounts. Musst du ja dann auch was anderes anziehen? Ich kann mir auch gerne was anderes anziehen. Moin, ich muss woanders. Musst du dich umziehen? Natürlich kann ich mich umziehen. Ruf einfach 0180 für den 4 mal die 6 an. Das war nicht so clever, sich unter dem Wasserturm zu verstecken. Clever? Ich konnte nicht rausgehen. Fick dich! Ich hab so einen schönen Lauf. Wir wollten nur so, fick dich! Entschuldigung. Warte, ich war's nicht mit Pause. Übrigens, Gameblamer, es gibt jetzt übrigens einen Export, mit dem man einfach in dein Steam-Account reinkommen könnte. Du brauchst ja das Passwort, ja. Wurden gestern diverse YouTuber und alle gehackt. Wieso? Wie? Was? Wann? Gestern Nacht zum Beispiel mehrere CS-YouTuber wurden geklaut. Die haben den inzwischen so 15.000 Dollar an Waffen geklaut und verkauft. Also, was stört auf ihr. Ja, dann kommen sie auf deinen Account und klauen deinen Account, nennen die Spiele um und alles. Wow, Bösewichter. Ich lade jetzt erstmal CS runter gerade. Und fast, weil ich in CSS 28 Stunden drin hab. Wow. Sag mal, Gameblamer, gibt's mittlerweile eigentlich so ein Flash für die PS Vita, dass man die neuesten Spiele darauf per Jailbreak spielen könnte? Per Backup? Nee. Weil ich weiß. Vita spiele ja sowieso nicht. Vita gibt's keine Backups. Weil du die einfach nicht auslesen kannst, richtig. Außer du tust den abgewandelten, selbstmodifizierten SD-Card-Slot. Was auch nicht mal wirklich funktionieren würde, glaube ich. Warum bin ich jetzt unsichtbar? Ghostman. Okay, ich hab dich gar nicht auf dem Account, Gameblamer. Ich bin irgendwie unsichtbar. Du bist unsichtbar? Ja, jetzt dann machen wir mal so und fügen ihn hinzu. Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich wieder sicher. Wow, schon fast 0 Uhr. Wow, wir haben jetzt 0 Uhr. Ja. Oh, geilste Stunde. Bei mir genau 59, in genau einer Minute. Moskau ist eine schöne Gameblamer, ich glaube, du cheatest heute mal ein bisschen. Bitte? Hey, cheatest du hier? Nee. Wer machst du was? Das wird ja jeder im Livestream sehen. Echt? Bam, 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 bam. Ich hab gehört, Gameblamer, du machst in CSGO an und drehst dich wie dumm im Kreis und gibst einen durch Wände. Minimal. Er lacht, weil es stimmt. Er dreht sich einfach dann. Beyblade. Dann schmeiß ich euch die Kreisel ins Gesicht. In die Fresse. Let it go. Nein, der war nicht witzig. Oh. Es kommt gleich einer. Der muss reifen, wie schlechter Käse. Ich bin heute auch schon gekommen. Oh. Wo ist mein Mini-Schlagzeug, wenn ich es brauche? Ich hab so ein Mini-Schlagzeug. Mach's mit dem Kopf. Nein! Fuck. Fuck the shit. Fuck the fuck. Was war der Platz? Ist halt immer besser. Was war das denn jetzt? Ach, ich gibt's da nicht.
Aber mal ganz ehrlich, das ist doch niemals das 2. Doch. Das siehst du doch. Doch, das ist. Ich kenn, eins kenn sogar noch. Ich war noch niemals in New York. Alter, ich war noch niemals auf das 2. Kein Wunder, dass du niemals in New York warst. Jetzt im Feuer. Alter. Nee, ich war schon mal in Amerika. Einer hier Russe? Nein, ich bin Deutscher. Mit einem Hauch von. Was auch immer. Ich bin Indianer. Ich bin Cowboy und Indianer. Ich wette, du bist einer, der Cowboy und Indianer spielt, ne? Auf jeden Fall. Ich reite auch gerne. Auf alt oder auf jung Pferd? Er reitet auf seiner Freundin. Es ist anders. Normal ist eigentlich das andersrum, ne? Ja. Sie reitet auf ihm. Ah, er reitet ja. Er reitet auf ihn. Beim Gameplay mache ich es immer ein bisschen was anders. Genau, ich versuche immer ein bisschen Abwechslung. Ich versuche immer ein bisschen speziell zu sein. Abwechslung. Der Helikopter. Immer dieser Hauch von Perversität in deinen Wörtern. Der Helikopter. Hauch? Alter, das ist schon eine ganze Front. Jetzt fehlt nur der Helikopter. Was ist eigentlich mit euch los? Warum steht ihr da nur rum? Weil niemand mehr Bock anscheinend auf dieses Spiel hat. Glaube ich, weil alle frustriert sind. Bin ich schon nur scheiße. Geiche. Also das Spiel ist jetzt nicht schlecht, aber man kann es nicht so lange spielen, weil man dann sich aufregt. Ja, das ist doch gut. Das ist Sinn. Ich reg mich nicht mehr auf. Das ist ich bin schon besser geworden. Das ist das Ziel des Spiels, oder nicht? Das ist ja, Sinn des Computerspiels, sich aufzuregen. Also ich starte jetzt schon mal CSS und stelle es ein. Das sieht so aus, als muss ich dann vom CS-Server gehen. Bitte? Was ist? Oder kann ich drin bleiben? Wo? Im Server jetzt. Im CS-Server. Hast du Counter-Strike Source? Nein. Also normalerweise wäre es schon schön, wenn nur Leute da sind, die auch mitspielen. Wäre normalerweise so das Beste. Ja. Welche Spiele ich mehr habe, gehe ich auch raus. Also Gameplay will ich ja alle ausschließen, das finde ich echt fies. Dann will ich nicht mehr, dann spiele ich auch mit euch auch nicht mehr oder rede. Nein! Nein! Doch! Reicht. Ja, Nigga! Nigga. Komm mal. Nigga, du immer bei. Ich hab schon 6 Abschüsse, warum ist noch nicht Schluss? Ich hatte vor 8. Weil du noch nicht angefangen haben. Gameplay, Dennis, du spielst nicht mit. Achso, okay. Da haben wir 3 noch nicht bereit gedrückt. Komm, Nigga, you will fight man, komm, man. Jetzt, wo du es gesagt hast, mach ich mal bereit. Boah, Opa-Klopper, wenn ich dich erwische. Für die Frage. soll ich dir gleich schon mal einen Server erstellen für Counter-Strike schon mal? Dann kann ich ja auch gleich wieder reinkommen. Nee, Spiel. Ich glaube, du machst so einen Cheating-Server. Ich mache einen WAC-Server mit VAC. Das heißt mit Wraith Anti-Cheat Protection. Ich weiß, was VAC ist. Ist aber auch nicht cheat-sicher, ne? Ja, Counter-Strike, das habe ich eine lange Zeit lang nicht mehr gespielt, weil das nämlich gar nicht mehr sicher war. Ich habe ja selber gecheatet. So, der Server wird heißen Gameblamer, 16 maximale Spieler, Passwort wird Pillemann sein. Pillemann Otze. Pillemann Fotze? Otze. Pillemann Otze, Arsch. Ja, komm, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde. Pillemann mit Doppel-N. Time per minute, win rounds. American right. Warum schießt du einfach auf fremde Leute? Eine Schande. Ich wollte dir die Hand geben, aber nein, der ballert mich um. Sorry, Mann, dieses Mal. Vielleicht. Wenn meine AK-Lade. Weißt du, ich bring die Waffe weg. Ja, hau zurück. Und dann ziehst du die Waffe und schießt mich ab. Vorteil, taktischer Vorteil. Lauf Flashlight, die haben das aber falsch geschrieben. Ich bin schon langsam überfordert. Das war ich schon beim Einschalten vom Spiel. Nur die Frage ist, wie könnt ihr eigentlich dem Server joinen? Das wird die Frage sein. Ja, als Pillemann. Pillemann Otze, Arsch.
Ich komme nicht heraus, ein Faustkampf. Wen kommt da heraus? Der Fistkampf? Ein Faustkampf will ich mit dir. Ja, ich habe nur kleine Fäuste auf den Kugeln. Komm für den Faustkampf. Er möchte dich fisten. Anna, könnt ihr mich in Ruhe lassen jetzt? Danke. Nein. Wo bist du? Komm, ich bin im Faustkampf, Nigger. Alter, mal auf immer mit dieser vulgären Sprache. Entschuldigung, komm und Schwarzbrot. Wow. Ich glaube, es ist kein Afroamerikaner in dieser Lobby jetzt. Ich will, auf einmal kommt halt Kong und freut sich. Ich bin eigentlich schwarz, ich habe dieselbe Krankheit wie Michael Jackson. Und jetzt? Welche denn? Ja, die, wo ich weiß. Deine Nase fällt ab, oder was? Ich bewege mich einfach nicht mehr, das Spiel macht mich schon depressiv, aggressiv. Alter, Mann. Ich begehe gleich Suizid. Mach das, good luck, have fun. Oh, sehr gut, zwar, dass ich abschlachten kann. Fuck you. So oft bin ich mit Spiel noch nie gestorben. Allein schon das Spiel überfordert, muss dauerhaft W drücken und schießen. Ich weiß nicht, was wir überfordern. Ah, ich kann dich dann gleich einladen. Dann lade ich jetzt erst den Game Limmer ein und dann den Game Limmer euch rein. Yeah. Da gibt's Sinn. Nein, von hinten! Von hinten? Da steh ich gar nicht. Nicht?